Ja, und somit herzlich willkommen hier bei Outlast, meinem ersten Horror-Let's Play hier auf meinem Kanal. Ich habe das Spiel schon einige Male gespielt, aber das ist so lange her, dass ich keine Ahnung mehr habe. Daher fangen wir einfach mal ein neues Spiel an und starten gleich mit dem Gruseln. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst und die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Los geht's. Of Asylum. September 2013. miles.upshur@gmail.com. Betreff Tipp: Illegale Aktivitäten bei Markov Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtungen von Markov Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren fasern etwas von Traumtherapie, die zu tief geht, und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Dafür sind wir zuständig, offensichtlich. Miles Upshur Independent. Presseausweis. Und die Kamera hat Nachtsicht. Ziele werden in deinem Notizblock aktualisiert. Dort findest du deine Notizen und gesammelte Dokumente. Wieso auch immer man nachts dorthin geht. Und ich habe gesehen, die Kamera läuft. Also werden wir schon beobachtet. Das ist also Mount Massive. Sehr schön. Okay, hier können wir nichts machen. Und irgendwie
Nesmüller spielt doch etwas sehr dunkel, dass selbst ich nichts mehr sehe. Ja, schon besser. Ereignis aufgenommen. Deinem Notizblock wurde ein Eintrag hinzugefügt. Drücke Hm, um ihn zu öffnen. Notizen werden deinem Notizblock nur dann hinzugefügt, wenn du deinen Camcorder bereithältst, um Ereignisse aufzunehmen. Nervenheilanstalt Mount Massive. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wieder eröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer an diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Sehr interessant. Sehr vertrauenserweckend. Wieso stehen hier Militärtrucks? Natürlich abgeschlossen. Wie soll es auch anders sein? Mount Massive Asylum. Dort oben war jemand am Fenster. Zuerst schön die Tür überprüfen. Okay. Hab's mir schon gedacht, dass wir dort hinauf müssen. Geräusche bereiten mir jetzt schon keine Freude. Besser gesagt, die Musik. Nein. Komm schon. Die fangen gerade erst an. Mann. Thank you.
gefällt mir alles ganz und gar nicht. Was war das? Was ist der Fernseher? Okay, ganz ruhig. Das ist nur eine Nervenheilanstalt. Sonst nichts anderes. Eine Batterie. Batterien benötigst du für das Infrarotlicht deines Camcorders. Du kannst die Batterien... Schön. Du kannst die Batterien irgendwo sehen. Gesammelte Dokumente werden in deinem Notizblock aktualisiert. Der Informant. Was? Projekt Wallrider. Krankenbericht von William Hope. Nein, scheiße. Murkoff Psychiatric Systems. Projekt Wallrider. Mount Massive Corporation. Fall Nummer 174. Patienten in Initialen WPH Billy. Datum 14.10.2013. Erste Patientenbefragung 12.04.2009. Alter des Patienten 19. Geschlecht männlich. Behandelnder Arzt Dr. Carl Houston, TBNR. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet, fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik: Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit, Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmische REM-NREM-Zyklen. Lachen in NREM-Phase. Anmerkungen: Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Betreuung. Er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Trager entdeckt. Anmerkung: Die einzige Person namens Trager, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Trager, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt werden und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Psychiatric Systems, Project Wallrider, Mount Massive Corporation. Billy. Was hat es mit Billy auf sich? Oh mein Gott. Na, da gehe ich nicht rein. Okay, da auch nicht unbedingt. Ach du Scheiße. Please avoid contamination. Wash your hands. Igitt. Was ist das?
eine leckere Cola und keine Ahnung was dazu. Wir müssen wohl hier hinauf. Gefällt mir hier ganz und gar nicht. Blut. Blut. Überall Blut. Blut über Blut. Das ist dann wohl hier die Lobby. Library. Oh mein Gott! Der Puls rast. Schnell, hier durch. Gott. Wieso abgetrennte Köpfe? Oh Mann. Irgendwie ist das ein Soldat. Und es fällt mir jetzt gerade erst auf, dass hier überall Köpfe sind. Ich möchte gerne noch eine Notiz lesen. Ich bin drin. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt, wie ein Schwein. Erzähl mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirb dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg rauskonnte, den ich reingekommen bin. Jetzt ist es zu spät. Irgendwie hat etwas vorhin geklopft. Und irgendwas hat gesprochen.
Holy shit. Even when you think you understand what's happening here, you're only gonna be halfway down the rabbit hole. It's always been the case that whoever's holding the money gets to say what the truth is. What happens when all the money's gone? It's faith. Money is a matter of faith. Thank you.